Danke, dass Sie bei dieser Premiere hier beim Campaigning Summit 2012 dabei sind. Ich glaube fest daran, dass uns die Kraft von Campaigning besser mit Kunden, mit Mitgliedern, mit Unterstützern, mit Wählern kommunizieren und interagieren lässt, dass es unsere Beziehungen zu ihnen stärkt und dass wir am Ende damit mehr bewegen. Ich zeige Ihnen heute, dass das gilt für Unternehmen, für die Organisationen und natürlich auch für die Politik. Ich werde Ihnen zeigen, dass alte Kampagnenmodelle ausgedient haben und dass wir in Zukunft Campaigning als das Konzept hernehmen werden, mit dem wir unsere unternehmerischen Interessen, unsere gesellschaftlichen Anliegen, unsere politischen Ziele verwirklichen und erreichen werden. Und dass es dazu nicht mehr braucht als vier Dinge, die die Campaigning-DNA ausmachen. Erstens ein Momentum, die Initialzündung, der Funke. Zweitens Leadership, überzeugende Führung. Drittens die Story, aktivierende Kommunikation. Und viertens Empowerment, eine involvierende Organisation. Ein Modell, das jeder von uns, ein Modell, das jeder von Ihnen umsetzen kann. Warum bin ich mir da so sicher? Dazu werfen wir einen Blick zurück zum Ursprung der Kampagne. Kampagne aus dem Französischen kommend, La Campagne, bezeichnete in früheren Jahrhunderten, Anfang des 17. Jahrhunderts, kriegerische Feldzüge. Sie folgten autokratischen Strukturen, waren top-down organisiert, mit Feldherren an der Spitze. Sie waren eindimensional. Eine Struktur, die sich auch in späteren Kampagnen, in sogenannten kommunikativen Feldzügen, fortsetzte. Nur die Feldherren haben die Rüstung abgelegt, die Anzüge angelegt. Sie waren die smarten, cleveren, gut angezogenen Werber der 60er Jahre hier für Insider, Mad Men. Sie wurden sogar zum Kultstatus erhoben in einer US-Serie. Sie waren die Werber der alten Schule. Sie waren mächtig, sie saßen an den Schalthebeln der Kommunikation. Sie wussten, die Konsumenten zu steuern. Sie hatten diesen einen Knopf, den man drücken musste, und alle hörten die Botschaft. Doch dann kam das. Die digitale Revolution, die plötzlich jedem seinen Schalthebel zu Hause zur Verfügung stellte. Plötzlich hatte jeder diesen Knopf zu Hause. Plötzlich brauchte es weder Autorität noch Erlaubnis, um kommunikative Feldzüge anzuzetteln. Plötzlich verschwammen die Grenzen zwischen Publikum und Bühne. Plötzlich verschwanden die Grenzen zwischen Nachrichtensender und Nachrichtenempfänger. Die Bürger spannten plötzlich ihr eigenes Netz vorbei an Medien, vorbei an Zeitungen, vorbei an TV-Stationen, vorbei an Politikern, vorbei an Institutionen. Mit einem Wort, vorbei an den Eliten. Werbung war nicht mehr unreflektiert, PR hatte nicht mehr das alleinige Meinungsmonopol und Lobbying, das weiß man auch, war nicht mehr unbeobachtet. Power was back to the people, könnte man sagen. Die Macht geht wieder vom Volk aus. Menschen, Bürger, Kunden beanspruchen einen gewichtigen Teil dieser Macht für sich. Das spüren Unternehmen, Stichwort Shitstorms, wenn man das so sagen darf. Ja, da ist gestern wieder einer Bayern München erreicht, die mit einem PR-Gag ihre Fanschar verärgert haben. Das spüren aber auch Organisationen und das spürt die Politik. Die bedingungslose Loyalität zu Parteien ist im Sinken. Stammwählerschaften gehen von Wahl zu Wahl zurück. Die Parteikader schrumpfen seit Jahrzehnten. Die Durchsetzung von Willen, von politischem Willen, braucht keine Partei mehr. Die Menschen haben die dauerhaften Bindungen verlassen. Aber wo sind sie hin? Sie sind in Interessensgruppen. Dort sammeln sich Menschen rund um ihre inneren Antriebe, rund um ihre eigenen Interessen. Um das herauszufinden, reicht ein einfacher Blick auf Facebook, nur um ein Beispiel zu nehmen. Dort findet man Gruppen zu allem. Global Warming, Reggae, Pasta. Nico Alm, so schauen deine Groupies aus. Ich weiß, ja. Quietschenden, pinke Socken. Jedes Interesse findet seine Gruppe. Jede Energie findet ihr Ventil. Gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele, gemeinsame Anliegen
werden zum Dreh- und Angelpunkt jeder Bewegung. Keine Bewegung entsteht, weil jemand dazu aufgefordert wird. Bewegungen entstehen, weil Menschen es wollen. Weil Menschen ihre eigenen Interessen, Ziele und Anliegen verwirklichen wollen. Weil es ihr Interesse ist, ihr Anliegen, ihr Ziel. Die gemeinsamen Interessen, Ziele und Anliegen sind also der Zündstoff für eine Kampagne. Campaigning ist der Sauerstoff, der das Feuer entfacht und am Brennen hält. Und das Momentum ist der Funke, der Campaigning auslöst. Schauen wir uns das zunächst einmal an. Was ist also so ein Momentum, ein Feldaufschwung in eine Kampagne, ein Feldaufschwung in eine Bewegung, ein Dominoeffekt, der eine Bewegung anstößt? Anstößt, nicht mehr. Ein Momentum alleine ist zu wenig. Und um das zu zeigen, möchte ich wieder zurückgehen in die Politik und Ihnen zwei Beispiele zeigen. Beispiel 1, Wolfgang Schüssel 2002. Beispiel 2, Wilhelm Molterer 2008. Beide haben überraschend und offensiv eine Regierungszusammenarbeit beendet. Beide haben damit Neuwahlen vom Zaun gebrochen. Beide haben damit zweifelsohne ein Momentum geschaffen. Beide haben Kraft dieses Momentums zu diesem Zeitpunkt die Führung einer Interessensgruppe übernommen, nämlich jener Interessensgruppe, die zu dem damaligen Zeitpunkt unzufrieden waren mit der Regierung. Und für beide hat es ganz unterschiedlich geendet. Was nehmen wir hier mit, abseits von politischen Rahmenbedingungen? Was ist passiert? Im ersten Fall folgte auf den Führungsanspruch Kraftmomentum, aktivierende Kommunikation und eine funktionierende, involvierende Organisation. Im zweiten Fall blieb das Momentum ein Momentum und das Feuer erlosch. Es braucht also mehr. Es braucht mehr. Es braucht alle vier Elemente, um das Feuer zu entfachen und am Brennen zu halten. Das zweite Element lautet Leadership. Was stellen wir uns darunter vor? Die Führung einer Organisation, einer Bewegung kann sowohl eine Person, eine Organisation, aber auch eine Marke übernehmen. Wir sehen das derzeit etwa bei Apple. Apple versucht nach Steve Jobs die Marke an der Spitze der Bewegung zu halten. Es braucht also eine Identifikationsfigur, ein Identifikationsobjekt, auf das sich die Leadership-Frage konzentriert. Und wenn wir an Leader denken, denken wir meist ganz stereotypisch an charismatische, öffentliche Persönlichkeiten. Martin Luther King könnte man hier nennen, große Veränderer. Was aber vergessen wird, Dr. King war 25 Jahre jung, als er den Busboykott der schwarzen Bürgerrechtsbewegung anführte. Keine Legende zu dem Zeitpunkt. Einer, der getrieben war von einem Anliegen, von einem Willen. Keine Kultfigur, keine Legende. Barack Obama, wir werden heute noch viel von ihm hören, der als Außenseiter zum ersten afroamerikanischen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Mit einem inneren Antrieb aus seiner Vergangenheit als Community Organizer eine Bewegung bottom-up zu schaffen und mit ihr in diese Wahlauseinandersetzung zu gehen. Auch er war zu Beginn kein Kultobjekt, keine Legende, getrieben von einem inneren Anliegen. Steve Jobs, Apple nochmal als Beispiel zu nehmen. Er hat weder die Tablets erfunden noch die Smartphones, aber er hat sich mit ihnen an die Spitze einer Bewegung gestellt, indem er durch seine Vision, durch seine Inspiration die Führung dieser Interessensgruppe übernommen hat. Führung heißt also in erster Linie wollen. Olaf Palme hat einmal gesagt, Politik heißt wollen. Das ist genauso richtig und gilt in gesamtem Maße auch für Führung. Wer Veränderung will, kann sie herbeiführen. Alles, was es dazu braucht, ist Volkschaft. Wer nichts will, der darf nicht erwarten, dass ihm jemand folgt. Dieses Wollen drückt sich in aktivierender Kommunikation einer Story aus. Das dritte Element der Campaigning-DNA. Nach dem Momentum der Initialzündung, nach Leadership, überzeugender Führung. Nun das dritte Element. Aktivierende Kommunikation, eine Story. Und wir kennen alle den Spruch Facts,
Tell, Stories, Sell. Menschen, die vor Entscheidungen stehen, vor Herausforderungen stehen, kaufe ich das eine Produkt oder das andere, beteilige ich mich an einer Bewegung oder tue ich das nicht, engagiere ich mich politisch oder tue ich das nicht, vertrete ich ein bestimmtes Interesse oder tue ich das nicht, stellen sich in erster Linie zwei Fragen. Die Frage, warum, und die Frage, wie. Warum? Die Sinnfrage, wenn Sie so wollen. Und wenn wir uns anschauen, wie Kommunikation heute läuft, erleben wir, das muss man sagen, meistens das, faktenorientierte Kommunikation. Die Regierung schnürt ein 12-Punkte-Programm, in dem sie zu 50% auf Einsparungen und zu 50% auf Steuererhöhungen zurückgreift. Inspirierende Botschaften sehen natürlich anders aus. Das ist der Grund, warum sich Menschen auch oft nicht abgeholt fühlen. Menschen folgen nicht dem, was man tut, sie folgen dem, warum man es tut. Menschen folgen nicht dem, was man tut, sie folgen, weil sie glauben, woran sie glauben. Und auch hier nehmen Sie Apple. Think Different, die Kampagne. Sie richtete sich an alle, die, die anders dachten, die Rebellen, die Idealisten, die Querdenker, die Visionäre, die sich in kein Schema pressen ließen. Die Produkte waren nur ein Ausdruck dieser Inspiration. Und die Volksschaft der Apple-Community war nur Ausdruck dieser Inspiration. Inspirierende Kommunikation berücksichtigt also, dass Menschen nicht dem folgen, was sie tun, sondern warum sie es tun. Dass Menschen folgen, weil sie daran glauben, woran sie glauben. Inspirierende Lieder mit inspirierenden Botschaften berücksichtigen das. Martin Luther King hat nicht ohne Grund seine Rede I have a dream und nicht I have a plan genannt. Inspirierende Kampagnen erzählen Geschichten und beantworten die Sinnfrage. Und man muss es anerkennen, Greenpeace ist hier weltweit unter den Meistern. Und daher möchte ich Ihnen einen Spot zeigen und ich bitte Sie, darauf zu achten. She's been rammed, raided, bombed. And is loved by millions. To bear witness to environmental destruction, she's our eyes, our ears. And when bearing witness isn't enough to create change, she takes action. She helped end nuclear testing in the Pacific, blocked coal ports to call attention to climate change, closed down destructive fishing operations, and stopped the illegal transport of timber from the Amazon. But now, she has served her time, and we must retire her. That's why Greenpeace is asking for your donation. Help us build a new rainbow warrior to take on the enormous challenges we face to protect our planet. The Earth needs a new warrior. It needs you. Gänsehaut, Marke Greenpeace. Schauen wir, was da passiert ist. Greenpeace sagt nicht, die Rainbow Warrior ist außer Betrieb, bitte spenden Sie, wir brauchen eine neue. Greenpeace tut vor allem eines, es beantwortet die Sinnfrage und in erster Linie und nahezu ausschließlich die Sinnfrage, die Frage nach dem Warum. Menschen folgen nicht dem, was sie tun, sie folgen dem, warum sie es tun. Greenpeace vermittelt gemeinsame Werte. Gemeinsame Werte sind in jeder Bewegung ein Instrument auch der Abgrenzung. Sie schaffen kollektive Identität. Das ist es, was hier gelungen ist. Und Greenpeace zeigt uns das dritte Element von erfolgreichem Campaigning. Einen klaren Aufruf, donate now. Wie wir das nennen, ist das vierte und letzte Element in unserem Modell, in der Campaigning-DNA. Es lautet Empowerment. Empowerment, eine involvierende Kampagnenorganisation. Es braucht also ein Momentum,
eine Initialzündung. Es braucht Leadership, überzeugende Führung. Es braucht eine Story, aktivierende Kommunikation. Und es braucht das vierte Element, das den Kreis schließt. Es braucht Empowerment, eine involvierende Organisation. Alle vier gemeinsam und erst alle vier gemeinsam entfachen das Feuer. Und hier ist übrigens auch ein spannender Punkt, mit dem sich all die Millionen Social Media Phänomene abgrenzen lassen und die Frage beantworten lässt, ob diese sich als Campaigning bezeichnen lassen, ob die unter die Kategorie Campaigning fallen oder nicht. Die meisten Social Media Phänomene bringen drei dieser vier nötigen Voraussetzungen für wirksames Campaigning mit. Sie bringen das Momentum, sie bringen überzeugende Führung, mit der sie sich an die Spitze einer Interessensgruppe stellen, und sie bringen eine aktivierende Story. Nur die wenigsten Social-Media-Phänomene schaffen den Sprung, Kraft involvierender Organisation, ihre Kraft auf den Boden zu bringen. Was heißt also Empowerment? Empowerment heißt, das Nutzen der gemeinsamen Kraft von Menschen mit gleichen Interessen, Anliegen oder Zielen. Es geht um Commitments. Können wir auf dich zählen? Klarer Call to Action haben wir im Greenpeace-Video gesehen. We want you. Können wir auf dich zählen? Es geht um Commitments für Ressourcen. Unterstützer, Follower, Mitglieder, Funktionäre, Wahlhelfer, Kunden. Sie alle können Ressourcen bereitstellen in Form von Zeit, Fähigkeiten oder Anstrengungen und so einer Kampagne das Tüpfelchen auf dem i aufsetzen. Grundlagen, um diese Ressourcen zu bekommen, ist die sogenannte Theory of Change. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Böse Zungen würden sagen, Sandsäcke zu schlichten wäre die sinnloseste Arbeit dieser Welt. Worum es geht, ist, eine übergreifende Kampagnenstrategie zu verstehen. Sie haben die Möglichkeit, jemandem zu sagen, bitte sei so nett, könntest du am Freitag 100 Sandsäcke am linken Donauufer schlichten. Aktivierende Kommunikation, wie wir gelernt haben. Oder Sie haben die Möglichkeit zu sagen, wir sind von einem wirklich gefährlichen Hochwasser bedroht. Dazu ist es nötig, einen Damm zu errichten. Es wäre wirklich wichtig, wenn du dir die Zeit nehmen könntest, 100 Sandsäcke zu schlichten. Unterstützer müssen die übergreifende Kampagnenstrategie, die Kampagnenlogik verstehen. Sie müssen die Warum-Frage für sich beantworten können. Es ist wichtig, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um Unterstützer zu involvieren. Unterstützer zu bitten, Sandsäcke zu schlichten, ihnen aber nicht die Schnüre zum Zubinden zur Verfügung zu stellen, wäre nicht der richtige Weg. Und Unterstützer müssen nachprüfen und nachvollziehen können, ob das gemeinsame Ziel erreicht wurde. Sie müssen prüfen, ob sich ein Erfolg eingestellt hat. Hat der Damm das Hochwasser gehalten? Ja oder nein? Und um Ihnen zu zeigen, dass das durchaus etwas ist, das man auch auf den unternehmerischen Bereich umlegen kann, möchte ich Ihnen jetzt eine Kampagne zeigen, die das meiner Meinung nach hervorragend gemacht hat. Eine Kampagne aus dem unternehmerischen Bereich von Innocent Smoothies. Innocent Smoothies hat Österreich aufgerufen zu stricken. Hallo, wir sind Innocent. Wir wollen mithelfen, ältere Menschen warm über den Winter zu bringen. Weil wir nicht mit allen kuscheln können, haben wir das große Stricken erfunden. Stricken auch Sie kleine Mützen. Jeder verkaufte Innocent Smoothie mit Mütze bringt der Caritas 30 Cent. Das große Stricken. An die Wolle, fertig, los! Nur eine Kultur, die nach Commitments fragt, wird auch verbindliche Antworten bekommen. Innocent erklärt die Kampagnenstrategie, beantwortet die Warum-Frage. Wir wollen älteren Menschen helfen, warm über den Winter zu kommen. Innocent erklärt die Kampagnenlogik, die Wie-Frage, indem wir für jedes verkaufte Mützchen 30 Cent an die Caritas spenden. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, Innocent möchte, dass die Leute stricken. Das heißt, ein Aufruf alleine, ein Call for Commitment, ist hier zu wenig. Menschen müssen befähigt werden, ihren Beitrag zu leisten durch die Bereitstellung von Ressourcen. Innocent tat das mit Strickanleitungen, mit Strickmustern, mit Strickvideos, glatt rechts stricken oder auch nicht, was immer das sein mag.
Von Anfänger bis Vollprofis war für jeden was dabei. Ich bin mir sicher, es wäre auch für mich etwas dabei gewesen. Menschen wollen das Gefühl haben, etwas Besonderes zu leisten. Jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Dem wurde Innocent mit der Art und Weise von Empowerment gerecht. Empowerment setzt voraus, dass Fähigkeiten notwendig sind, um einen Beitrag zu leisten. Spezifische Aufgaben, ganzheitliche Aufgaben, die autonom in der Durchführung sind. Routinearbeiten fördern kein Empowerment. Und Innocent macht die Erreichung des Ziels nachvollziehbar und messbar. Theory of Change, das Ziel muss nachvollziehbar und messbar sein. Mit dem Myzometer, wo man jeden Tag überprüfen konnte, wie weit die Zielerreichung bereits fortgeschritten war. Und am Ende wollen Menschen Resultate sehen. Menschen wollen sehen, ob das Ziel erreicht wurde. 152.361 Mützchen gestrickt hat. Denn jeder Smoothie mit Mütze, den Sie jetzt kaufen, bringt der Caritas 30 Cent. So hilft das große Stricken älteren Menschen warm durch den Winter. Danke, Österreich. Das, was Obama, Greenpeace und Innocent können, das können Sie auch. Ich glaube fest daran, dass Campaigning es uns ermöglicht, es Ihnen allen ermöglicht, wirksamer und besser mit Ihren Kunden, Mitgliedern, Unterstützern, Wählern zu kommunizieren und zu interagieren, dass wir unsere Beziehungen mit Ihnen stärken und verbessern können und wir damit am Ende mehr bewegen. Alles, was es dazu braucht, sind diese vier Schritte. Es braucht ein Momentum, es braucht Leadership, aktivierende Kommunikation und es braucht eine involvierende Organisation. Egal, ob Sie als Partei oder als Kandidat für ein Ziel mobilisieren und kampanisieren, für eine Wahlauseinandersetzung, für ein Volksbegehren, für eine Bürgerbewegung, ob Sie als Unternehmen Seite an Seite mit Ihren Kunden für Ihre unternehmerischen Interessen eintreten, gegen Überregulierung, für längere Ladenöffnungszeiten, gegen ein Rauchverbot, für ein Rauchverbot, gegen höhere Steuern, für einen Betriebsstandort. Oder ob Sie als Einzelperson, als Gruppe, als Verein für gesellschaftliche Anliegen eintreten. Jeder kann das und schafft das. Und dass das wirklich der Fall ist, möchte ich Ihnen in einem Video zeigen, wo ein junger Mann uns bei einem Musikfestival in den USA zeigt, dass das in weniger als 3 Minuten funktioniert. Lieder müssen herausstechen. Lieder müssen überzeugen, haben wir gelernt. Lieder müssen anderen zeigen, wie man folgt. Lieder müssen Mut haben und auch riskieren, sich zu blamieren. Hier kommt der erste Follower. Er wird vom Leader auf Augenhöhe begrüßt. Es geht jetzt nicht mehr nur um ihn, es geht um sie. Es geht um sie beide. Und der erste Follower hat eine Schlüsselrolle. Er zeigt anderen, wie man folgt. Sie haben gesehen, er winkt Freunde zu sich. Aktivierende Kommunikation. Aktivierende Kommunikation, Leadership und hier kommt der dritte. Jetzt haben wir eine Gruppe, jetzt haben wir eine Ansammlung und eine Ansammlung bedeutet News, eine Ansammlung bedeutet Öffentlichkeit. Bewegungen müssen öffentlich sein. Man darf nicht nur den Leader sehen, man muss die Follower sehen, denn sie zeigen anderen, wie man folgt. Hier kommen 2 weitere, 3 weitere. Jetzt haben wir einen Wendepunkt. Jetzt haben wir eine Bewegung. Sie werden in den folgenden Minuten sehen, wie sich diejenigen anschließen, die sich zu Anfang noch nicht getraut haben. Jetzt ist es keine Frage mehr von Peinlichkeit, die kritische Masse ist überschritten. Und wir sehen vor allem eines. Es ist die involvierende Organisation dieser Gruppe, die jedem seine Rolle zuweist. Nicht der Leader macht die Schritte vor. Nein. Die involvierende Kampagnenorganisation zeigt jedem, wie man folgt und ermöglicht jedem, seinen Beitrag zu leisten. Natürlich ist es der Leader, der am Ende alle Lorbeeren einstreifen wird. Aber was wir gelernt haben, ist kein Movement, keine Bewegung ohne ersten Follower. Der erste Follower ist eine unterschätzte Form von Führung.
Und Sie sehen, wie hier in weniger als 3 Minuten von einem verrückten oder verrückt scheinenden Einzelnen eine Bewegung entsteht. Leadership und Campaigning von einem Dancing Guy. Jeder von uns kann das. Das soll uns dieses Video zeigen. Jeder, der das will, schafft das. Jeder, der es will, hat die Power. Kraft eines Momentums, Menschen zu verbinden, die sonst vielleicht wenig miteinander gemeinsam haben. Außer ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Anliegen oder ein gemeinsames Interesse. Warum mich das so sicher macht? Das hier ist es, das mich sicher macht, dass jeder das schaffen kann, meine Damen und Herren. Sie alle, unser gemeinsames Momentum, das von heute hier ausgeht. Mein Wunsch, Campaigning in Österreich eine Plattform zu geben. Mein Traum, Menschen zu verbinden aus allen Bereichen, aus Unternehmen, aus Organisationen, den NGOs, der Politik. Das ist unser Momentum. Ich danke Ihnen.